Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute in diesem Video wollte ich euch mal einen neuen Multidupe zeigen, denn es wurde jeder Duplikationsglitch gepatcht, außer der Semi-Solo, den ich als letztes hochgeladen habe. Und ich wollte mich auf jeden Fall nochmal entschuldigen, dass ich jetzt die Tage keine Videos mehr hochgeladen hatte. Das hat einfach daran gelegen, ja, dass es keine Glitches gab, die ich aufnehmen konnte und dass ich auch verhindert war. Denn ihr wisst ja, Leute, ich habe ja für die Duplication Glitches meistens immer einen anderen Account verwendet, mit dem ich aufnehme. Nur PlayStation, die 31er, haben mir den Account abgezogen. Heißt, sie haben meine E-Mail-Adresse geändert und haben diesen Account komplett von PlayStation Network gelöscht. Das heißt, dass ich mir ja Safe Wizard geholt habe und jetzt halt auch ja mir einen neuen Account erstellen kann und damit ja wieder Duplication Glitches für euch aufnehmen kann. Es werden in der Zukunft wahrscheinlich auch dann Videos über Safe Wizard kommen, wie ihr euch was machen könnt. Aber ich würde sagen, labern wir nicht so viel, dann kommen wir auch direkt schon zum Glitch. Also, was ihr dafür braucht, ihr selber braucht dafür eine Casino Penthouse Garage oder eine Arena Werkstatt oder einen Nachtclub. Sonst geht es mit keiner Garage. Was ihr auch noch braucht, ist ein MOC. Dann braucht ihr noch einen Motorradclub. Und ihr müsst euch Fagios in irgendeine beliebige Garage kaufen können. Die Garage ist völlig egal. In dem Casino Penthouse Garage oder in dem Nachtclub oder in der Arena muss das Fahrzeug drinstehen, was ihr hinterher duplizieren möchtet. Ich werde in diesem Video an der Arena duplizieren, denn das ist so gesehen für mich typisch. Und der Clip, den ich euch zeige, wie ihr die Autos hinterher dupliziert, wird auch noch von meinem alten Account kommen, denn ja, die Schritte zum Duplizieren gehen nämlich bei jedem Multidupe genauso wie früher. Und was euer Freund in dem Glitch braucht, er selber braucht dafür ein Apartment, wo er den Stil ändern kann. Und dann braucht er noch ein Casino Penthouse und in dem Casino Penthouse braucht er irgendein persönliches Fahrzeug. Aber ich würde sagen, labern wir nicht so viel, sondern kommen auch direkt schon zum Video. Und ja, Leute, das hier ist die Ansicht des Freundes, der demjenigen, der die Autos duplizieren will, helfen wird. Ich werde auch oben links noch reinschreiben, Freund. Ich habe ja auch extra ein anderes Outfit für euch an, damit ihr es wirklich erkennt, dass es derjenige ist, der bei dem Duplizieren helfen wird. Und ja, ihr begebt euch jetzt in euer Apartment, wo ihr den Apartment-Stil ändern könnt. Dann lauft ihr jetzt an die Ausgangstür ran. Geht einmal Pfeiltasten nach oben mit Garage auf Betreten. Also, dass ihr mit dem Cursor auf Garage betreten seid. Jetzt haltet ihr die Optionstaste gedrückt, drückt einmal X auf Garage betreten. Dann lässt ihr die Optionstaste los. Sobald ihr im Optionsmenü seid, geht ihr sofort in das Criminal Enterprise Data Paket. Sobald ihr seht, dass das Criminal Enterprise Data Paket geladen ist, spammt ihr Kreis wie ein Verrückter und dann müsst ihr euer Interaktionsmenü öffnen und einmal X auf Apartment C drücken. Das heißt jetzt X drücken, direkt Optionstaste loslassen, ins Criminal Enterprise Data Paket reingehen, rausgehen. Okay, in meinem Fall war ich jetzt zu langsam. Falls das für die ein oder anderen jetzt zu schnell ging, ich kann es euch jetzt noch mal langsam erklären. Also, ihr stellt euch an die Tür, geht mit dem Cursor schon mal auf Garage betreten, dann haltet ihr die Optionstaste gedrückt, drückt X auf Garage betreten, lässt die Optionstaste los, geht in das Criminal Enterprise Data Paket rein, dann sofort wieder raus und dann einfach ja das Menü öffnen und einmal X auf Apartments drücken. So, das heißt, die wieder reinstellen. Auf Garage betreten gehen mit dem Cursor, Optionstaste gedrückt halten, X drücken, loslassen, direkt auf Online, Criminal Enterprise Data Paket, rausgehen und dann direkt einmal X auf Apartment Stil, wie ich es hier im Video gemacht habe. Und wenn ihr es richtig gemacht habt, dürftet ihr sehen, dass ihr in der Garage steht mit dem Apartment Stil, ja, mit dem Apartment Stil Interaktionsmenü. Jetzt drückt ihr einmal X auf irgendein Apartment Stil, wo unten rechts steht Vorschau. Dann kriegt ihr einen kurzen Black Screen. So, Leute. Wenn ihr dann jetzt wieder sehen könnt, dass ihr gespawnt seid, geht ihr auf einen anderen Apartment-Stil, wo auch unten rechts wieder Vorschau steht. Drückt dort auch X.
Und jetzt muss derjenige, der die Autos duplizieren will, einen Job in der Nähe von dem Casino starten. So Leute, wenn euer Freund den Job dann gestartet hat am Casino, dann tretet ihm jetzt einfach komplett bei. Und sobald ihr in dem Job reingeladen seid, muss euch jetzt euer Freund aus dem Job rauswerfen, der die Autos duplizieren möchte. Das heißt, er geht jetzt einfach auf Info beigetretener Spieler und drückt auf mich und dann auf Spieler rauswerfen. Dann seht ihr, dass ihr so ein Black Screen bekommt, wenn ihr euch rausgeworfen habt, und dann spawnt jetzt hier. Ihr habt unten links keine Minimap und ihr seid jetzt gerade in einem verglitschten Zustand. Denn jetzt begibt euch einfach in das Casino. Leute, euer Freund kann jetzt auch schon wieder aus dem Job rausgehen. Oder eher gesagt, derjenige, der die Autos duplizieren will, kann jetzt wieder aus dem Job rausgehen. Wie gesagt, einfach ins Casino rein, Leute. Hier einfach X auf Casino. Und Leute, wie gesagt, es tut mir leid, dass ich jetzt keine Videos mehr für ein paar Tage gebracht habe, denn es gab wirklich nichts, was man aufnehmen konnte. Und ich glaube, Reuploaden habe ich echt genug gemacht in letzter Zeit. Aber heute habe ich mal wieder für euch was Frisches. Und ja, jetzt begibt ihr euch auf jeden Fall hier zu diesem Typen an der Theke, drückt Falters nach rechts, geht auf Parkdienst, geht auf Penthouse Garage und bestellt euch irgendein beliebiges Auto. Das Auto wird dabei nicht verschwinden. Jetzt seht ihr hier, dass ihr so ein Black Screen habt. So Leute, wenn es so wie bei mir sein sollte, dass ihr jetzt nicht aus dem Black Screen rauskommt, wie mein Fall, dann startet jetzt einfach euer Freund irgendeinen Job in der Nähe des Casinos. Aber falls ihr jetzt keinen Black Screen habt und in dem Casino rumlaufen könnt, dann drückt jetzt die Optionstaste oder eher gesagt, ihr geht erstmal auf euer Handy drauf, geht dann auf Internet, dann drückt ihr die Optionstaste und startet einen Job außerhalb des Casinos. Ich warte jetzt noch kurz, bis mein Freund den Job gestartet hat, denn wie gesagt, ich bin jetzt in diesem schwarzen Loading Screen. Und wenn ihr in dem schwarzen Loading Screen seid, Leute, muss jetzt euer Freund einen Job starten außerhalb des Casinos und am besten in der Nähe des Casinos. So Leute, jetzt einfach eurem Freund beitreten. Dann seht ihr, dass ihr so hochgezogen werdet wie ich. Und dann, dass ihr verglitscht am Boden seid. Jetzt muss euer Freund aus dem Job einfach rausgehen. Sobald er gespawnt ist, öffnet er sein Optionsmenü und startet einen Job für einen Titan. Und wenn er den Job für einen Titan drin ist, aber nur in den Einstellungen, dann ladet er euch einfach in den Job für einen Titan ein. Oder eher gesagt, ihr tretet ihm bei. So Leute, und jetzt, wenn ihr in der schwarzen Meldung seid, muss jetzt derjenige, der die Autos duplizieren will, einfach wieder aus dem Job für einen Titan rausgehen. Und sobald er gespawnt ist, sagt euer Kollege euch Bescheid. Wenn euer Kollege gespawnt ist, nehmt ihr die erste Meldung an, dann kriegt ihr ein Black Screen. Dann seht ihr, dass ihr in die Luft gezogen werdet oder es auch nicht. Dann drückt ihr einfach hier bei der zweiten Meldung auch X und jetzt seid ihr fertig verglitscht für den Multiduplikationsglitch. Und jetzt werde ich euch den Part noch einblenden, wie ihr die Autos dann hinterher dupliziert. Was ich jetzt nur noch mal anmerken wollte, falls ihr es jetzt nicht verstanden habt, was ihr machen müsst, wenn ihr jetzt einen durchgehenden schwarzen Loading Screen habt. Wenn ihr einen durchgehenden schwarzen Loading Screen habt, muss euer Freund einen Job außerhalb des Casinos starten. Dann, wenn ihr in den Job drin seid, geht euer Freund aus dem Job raus, startet einen Job für einen Titan. Und dann, wenn ihr in der schwarzen Meldung seid,
Geht euer Freund aus dem Drop von Titan raus, sobald er gespawnt ist, drückt ihr bei den beiden Meldungen X und dann seid ihr fertig verglitscht. Falls ihr jetzt den schwarzen Loading Screen nicht habt und der nach einer Zeit einfach aufhört, öffnet ihr euer Handy, geht ins Internet, wenn ihr im Internet drin seid, öffnet ihr die Options, also geht in das Optionsmenü, drückt einmal X auf die Karte, dann drückt ihr einmal das Touchpad und dann startet ihr irgendeinen beliebigen Job außerhalb des Casinos. Wenn ihr das getan habt, geht euer Freund einfach in einen Job für einen Titan rein. Dann, wenn ihr die erste schwarze Meldung habt, geht euer Freund aus dem Job von Titan raus. Und sobald er gespawnt ist, drückt ihr auch wieder zweimal X und dann seid ihr auch bei, ja, so gesehen wieder fertig verglitscht für den Multidub. Aber ich würde sagen, es geht jetzt auch schon weiter. Und ja, Leute, wenn euer Freund sich dann erfolgreich verglitscht hat, begebt ihr euch jetzt hier zum Beispiel zu der Arena, aber generell könnt ihr es mit jeder Garage machen. Dann braucht ihr, wie gesagt, jetzt noch in irgendeiner Garage Fagios und ihr könnt euch schon mal als Motorradclub-Präsident registrieren. Dann fordert ihr noch euren MOC an und holt dann irgendein beliebiges Fahrzeug aus eurer Garage. Es ist egal, welches Fahrzeug das ist, das spielt keine Rolle. So, und jetzt steigt nämlich euer Freund in euer Fahrzeug ein. Wenn er jetzt eingestiegen ist, fährt er jetzt einfach ein bisschen mit dem Auto von euch weg. Ihr öffnet jetzt euer Interaktionsmenü, lauft an die Garage ran, geht auf MC-Präsident und fordert euch einfach eine Fagio an. Jetzt begibt ihr euch in die Garage, wo das Auto drin steht, was ihr duplizieren möchtet. Wenn ihr dann jetzt in der Garage angekommen seid, fahrt jetzt einfach mit dem Auto aus der Garage, was ihr duplizieren wollt. Ich dupliziere wie standardgemäß einen Easy Classic, denn der bringt mir hinterher 1,8 Millionen, wenn ich diesen verkaufe. Falls ihr jetzt nicht aus der Garage rausfahren könnt, dann geht ihr einfach hin, steigt aus dem Auto aus, geht in das PS-Menü und steigt einfach wieder ins Auto ein. Jetzt, wenn ihr draußen mit dem Auto angekommen seid, dürftet ihr auch sehen, dass euer Freund noch in ja seinem oder eher gesagt in eurem Auto noch drin sitzt. Dann steigt er nämlich jetzt einfach aus dem Auto aus. Und jetzt, wenn er aus dem Auto ausgestiegen ist, Leute, fahrt ihr einfach an euren MOC dran, drückt Falltaste nach rechts und speichert das Auto ab. So, falls ihr euch jetzt fragt, wie ihr direkt weitermachen könnt, denn ich nehme jetzt in meinem Fall einfach das Auto, direkt was in meinem MOC steht und fahre das Auto aus meinem MOC raus. Jetzt kommt mein Freund einfach wieder zurück zur Arena Garage, steigt dann einfach wieder in mein Auto ein. Ich öffne jetzt wieder mein Interaktionsmenü, stelle mich an die Garage ran, gehe auf MC Präsident, dann, wenn er weit genug weggefahren ist und oben steht, Fagio anfordern. Drückt einfach X auf Anfordern bei der Fagio, dann geht ihr wieder in die Garage rein, wo das Auto drin steht, was ihr duplizieren möchtet. Wenn ihr dann jetzt in der Garage angekommen seid, fahrt ihr einfach wieder mit dem Auto aus der Garage raus, was ihr duplizieren möchtet, Leute. Und ihr seht, da stand vorher eine Fagio und jetzt steht dort ein Easy Classic. Aber ja, ich fahre dann jetzt einfach wieder mit meinem Easy Classic aus der Garage raus. Wenn ihr dann jetzt aus der Garage rausgefahren seid, steigt jetzt euer Freund einfach wieder aus eurem Easy Classic aus. Dann seht ihr, dass der unsichtbar wird. Und jetzt fahrt ihr einfach wieder an euren MOC ran. Drückt einmal Falltaste nach rechts, nehmt dann die schwarze Meldung hier an. Und jetzt habt ihr schon euren zweiten Easy dupliziert. Und so könnt ihr durchgehend im Minutentakt Autos duplizieren. Aber ich würde sagen, lasst ein Like und Abo da, haut rein und ciao.